Und jetzt, ja, gutes Pressing und das könnte sich doch gleich mal auszahlen. Nur das Tor durch Lucas Cueto. Wunderbar unter Druck gesetzt. Und eiskalt. Fünfte Minute, die Führung für unseren KSC. Hier der Fehler von Jakobsen. Dann hat er aber auch natürlich die Ruhe. Guckt, wohin er den Ball schlenzen kann. Am Ende ist es das kurze Eck. Und ja, Stritzel sichtlich böse über diesen Fehler. Aber jetzt können wir mal gucken, wer es denn sonst so drauf hat. Jakob wäre eine gute Variante. Er hat einen guten linken und der macht's auch. Gar nicht so ungefährlich. Wieder viel Platz. Dieses Mal kommt er rüber auf Kempe und er legt doch mal in die Mitte. Das ist gefährlich, weil Tiede den abfälscht. Aber Eisele ist auf dem Posten. Ja, gefährlich in die Mitte, Eisele. Und entschärft. Auch für ihn eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 2014 bis 2017 trug er die Farben des KSC. Das müssen wir aber erstmal aufpassen. Nächste Möglichkeit für Wiesbaden und trennt das Ding. 1-1 hat sich ein bisschen angedeutet. 20. Minute. Wurz im Nachsetzen. Fröse hat das Auge, weiß, wann Goppel da ist. Und dann schießt der Tiede, glaube ich, sogar an. Von ihm geht dann der Ball ins Tor. Dann wieder dieses frühe Anlaufen, wieder der Ball gewinnen. Tiede auch hier sehr aufmerksam. Platz für Şilharoğlu, könnte auch selbst abziehen. Oh, artistisch mit dem Außenriss, warum nicht? Auch das eigentlich faulwürdig, hier lässt das laufen. Kann ich die Linie nicht erkennen. Fröse gut geschickt, Wurz mit der nächsten Aktion, mit dem Tor aber abseits, Sie haben es gehört. Da kam der Pfiff rechtzeitig. Ballbesitz für Wiesbaden. Oh, Franke verschätzt sich und nächste starke Aktion von Eisele, der das Ding hier entschärft und Foulspiel an Gondorf. Auch Irorere fällt länger aus, deswegen ja auch nochmal dieser Transfer von Ballas aus Aue. Das war nicht so klug von Gordon. Nächster Abschluss und Eisele ist wieder da. Kann aber weitermachen, Jakob. Ja, nochmal nachsetzen, der Ball ist nicht im Aus. Kommt vorbei. Immer noch Jakob, gut reingespielt. Und Schleusener. Oh mein Haar. Mit dem 2:1. Vielleicht letzte Aktion vor der Halbzeitpause. Macht das direkt. Ja, macht er auch. So, hallo liebe KSC-Fans. So, wir sind hier beim Testspiel gegen Wien Wiesbaden. Es steht 1:1 zur Halbzeit. Lucas Cueto hat schnell das Führungstor getroffen, aber wollen wir gar nicht so viel über Spiel reden. Ihr wollt natürlich alles über Mikkel erfahren. Er hat heute seinen Vertrag bei uns unterschrieben, ist jetzt neu bei uns, steigt morgen ins Training ein. Mikkel, what would you say, how was your start in Karlsruhe for the last few hours? It's been great, it's been very busy. There's been a lot of things that need to be done, paperwork and stuff like that. But it's nice to be out here and see the boys play. I've met them already and they are some super guys. So it's nice to see them. Of course, I wanted to play as well, but it's nice to be out here. Everything is done. Ja, ich übersetze mal ganz grob. Er ist gut in die Mannschaft gekommen, er hat sie kennengelernt. Er denkt, er ist ein super Typen, da passt er auch auf jeden Fall super rein. Morgen ist dann sein erstes Training. So. What are your aims for the season with the KSC? I want to play a lot.
I want to score goals for the team. I want to work hard for the team, and then of course I want to do everything I can to put the team as high in the table as possible, and then we'll see. But I want to play when I'm here, and I want to give 100% for the club. Er will natürlich viele Tore schießen. Dafür haben wir ihn ja geholt, ist klar. Aber er will vor allem auch viel spielen. Er will die Leihe hier auf jeden Fall nutzen. So als grobe Zusammenfassung. So, you see 45 minutes of your new team. What do you say about the first half? The first half was good. I think we were the best team and we should be the best team against this third league team, right? Yeah. Yeah, we should be. But I think we played okay. Of course, it's early in the preseason. You cannot just say so much about it, but it looked good. Have some good moments and stuff like that. What is your game? So how would you say, what is the footballer Mikkel Kaufmann? He's a hardworking guy, a tough guy that goes into the duels. And then I'm fast and I'm good in the air as well. So I can do a little bit of both deep running and take the high balls from the kicks, from the back force. So a mix, and then I'm dangerous in the box and scoring goals. Olli, hey. Was haben wir uns da für einen Mann an Land gezogen? Ich hoffe einen guten. Nein, es war einer unserer Wunschspieler und wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Ich weiß, er hat andere Möglichkeiten gehabt, aber das spricht doch für ihn, eine Entscheidung zu treffen, zum KSC zu kommen. Und wie gesagt, wir sind froh, dass er da ist. Auf was für einen Spielertypen können wir uns freuen? Er ist ein bisschen größer als ich, nicht ganz so groß wie Hoffi. Auf was können sich unsere Fans einstellen? Ja gut, hoffentlich auf einen Spielertypen, der Tore schießt. Das ist mal das Wichtigste. Das ist ja seine Hauptaufgabe, Tore zu schießen. Es ist ein Spieler, der eigentlich in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Also ich meine damit in verschiedenen Systematiken. Wir trauen ihm zu, als Zielspieler zu fungieren, alleine vorne zu spielen, aber auch mit einem Partner. Und von daher gesehen war für uns extrem interessant, diesen Spieler nach Karlsruhe zu holen. Und jetzt, heute wirkt er noch nicht mit, aber es steht aktuell unentschieden gegen Wien Wiesbaden. Wie schätzt du die ersten 45 Minuten von dem Test ein? Ja, wir haben gut begonnen, sind dann auch 1-0 in Führung gegangen, dann hat sich ein bisschen in die andere Hälfte verlagert, dann war Wiesbaden etwas dominanter mit mehr Ballbesitz und ich muss sagen, dass Wiesbaden die ein oder andere klarere Torschussmöglichkeit gehabt hat, wo Kai Eisele gut gehalten hat, aber insgesamt ist es ein ganz normales Testspiel, um wieder reinzufinden. Ich gehe davon aus, dass das Eich jetzt auch die zweite Halbzeit eine andere Truppe aufs Feld schickt. Von daher gesehen, wir sind zufrieden. Apropos zufrieden, wie zufrieden bist du bisher mit der Vorbereitung? Also es ist natürlich schwer zu sagen, sie läuft ja seit anderthalb Wochen. Wir gehen in 3 Tagen ins Trainingslager. Aber wie siehst du die Truppe bisher? Ja, wir sind jetzt seit gut 8-9 Tagen wieder im Einsatz und die Mannschaft hat hart gearbeitet. Unter schwierigen Bedingungen, es war ja extrem heißes Wetter. Was etwas nervig ist, ist halt nach wie vor die lange Verletztenliste. Das wussten wir vor Beginn des Starts, dass mit Johnessy und Kobalt zwei Spieler langfristig ausfallen. Wir haben ja mit Flo Ballas darauf reagiert. Auf der anderen Seite haben wir auch gewusst, dass Kyong vielleicht noch ein paar Tage länger braucht wie der Rest der Mannschaft, beziehungsweise auch Sebastian Jung und auch Leon Jensen. So nach und nach können wir die Spieler jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingliedern. Jetzt kam heute nochmal Mikkel Kaufmann dazu. Und jetzt wollen wir vielleicht schauen, dass wir noch einen Spieler verpflichten für die Offensive. Und dann lichtet sich das Lazarett wieder. Dann werden auch, glaube ich, die Launen des Trainerteams wieder besser. Und dann sind wir auf Schiene. Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es gar nicht. Einen Hinweis noch in eigener Sache. Ihr könnt seit heute unsere Dauerkarte für die kommende Spielzeit erwerben. Einfach auf ksc.de klicken, da findet ihr alle Infos, dass ihr auch in unserem schönen Kessel unsere Mannschaft weiter unterstützen könnt. Währenddessen müssen wir direkt mal da auf die erste Torschuss des Gästeteams gucken.
Vanicek. Cueto, schön durchgesteckt. Und im letzten Moment zur Ecke gedonnert. Da gab es nur ein Ziel. Den Pass verhindern. Und die Ecke, ja, schnell mittlerweile ausgeführt. Abschlusschance, Cueto! Und Traumtor! Doppelpack für ihn. Und wie in der ersten Halbzeit, auch hier der frühe gute Start für uns. Bekommt da den Platz und dann trifft er den richtig gut für den Keeper. Wollen sobald der Ball freigegeben ist, jetzt aber erstmal aufpassen. Gute Kontergelegenheit für die Gäste über Fechner. Direkt gespielt und Hollerbach ist es, der zum 2-2 trifft. 62. Minute. Schnell, schnörkellos zum Ausgleich. Haben die Abstände natürlich nicht gepasst. Hollerbach da viel zu frei im 16er und der war gar nicht so einfach zu nehmen. So, Vanicek steht bereit, Heise genauso. Es macht Heise, der Linksverteidiger! Ball kommt noch einmal zurück. Und dann bleibt's beim Wachküssen. Nur beim Wachküssen. Schnittig. Und dann haben Sie es gehört. Schlusspfiff in diesem dritten Testspiel. 2:2 heißt es nach 90 Minuten. Zweimal Cueto, der uns in Führung gebracht hatte. Aber hat dich gehalten. Wiesbaden immer wieder mit dem Ausgleich. In der ersten Halbzeit war es Johannes Wurz, der zum 1:1 getroffen hatte. Und in den zweiten 45 Minuten war es Hollerbach, der das 2:2 und damit den finalen Spielstand erzielt hatte. Ja, schiedlich friedlich würde man sagen. Ich denke, es gab insgesamt gute Ansätze.